Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Puck, die Stubenfliege ist auch mit dabei. Das ist ein bisschen famegeil, der kleine Kerl hier, ne? Ihr Lieben, ich habe heute für euch den H&M Make-up-Adventskalender. Ups, I did it again. Eigentlich habe ich gesagt, ich kaufe den nie wieder, aber hier ist er wieder. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, den kann man für 34,99 € bei H&M shoppen. Link dazu in der Infobox. Und nicht nur ich habe ihn bestellt, sondern auch die wundervolle Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Und ich setze den Link zu ihr auch mal in die Infobox. Falls ihr Bock auf eine zweite Meinung habt, schaut gerne bei ihr vorbei. Ja, nachdem der Bath im Body jetzt ja nicht so gut war, mal gucken, was der Make-up-Adventskalender so kann. Er ist super leicht. Hier haben wir 24 Tage voller Make-up in vegan. Das ist schon mal positiv. Und hier steht auch drauf, wie man was vielleicht so, ne? Also wie viel von was so drin ist. Und jetzt gucken wir einfach mal rein. Und solltest du Teil der Crew werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal. Hier gibt es vor allem Beauty-Content. Und ja, ich würde mich mega freuen, wenn du auch Teil davon werden würdest. Von außen ein wunderschönes Haus. Das fand ich echt auch bei dem Pflege-Adventskalender sehr, sehr schön. Das haben die echt toll gestaltet. Aber ich glaube, von innen ist er nicht so hübsch. Ne? Das war ja halt auch da so ein bisschen minimalistisch. Es ist halt pinky flinky. Was wir aber nicht vergessen dürfen, Make-up von H&M ist ganz schön hochpreisig. Ne? Ich weiß aber nicht, ob hier das gleiche Produkt so drin ist. Preise werden wie immer irgendwie recherchiert. Hier habe ich zuallererst auf jeden Fall den Lipgloss Roller drin. Und da haben wir 3,8 Milliliter enthalten. Und das wird dann wahrscheinlich einfach so ein ja, Zartrosé, wenn überhaupt Farbabgabe auf die Lippen kommt, sein. Genau, da haben wir hier einfach oben so ein Bällchen oben drin. Finde ich persönlich so ein bisschen, hatten wir damals in der Zeitschrift enthalten, ne? Riecht sehr, sehr süß. Kann so ein bisschen pflegend vielleicht sein. Der 2. Dezember enthält einen Monolidschatten. Und zwar sind hier 0,9 Gramm drin enthalten. War das nicht mal ein kompletter Gramm? Man weiß es nicht. Und hier haben wir wirklich ein schönes, sehr knalliges Violett, was so einen Pink-Einschlag auch mit dabei hat, in Schimmer. Also ich glaube, ganz süß und ganz gut geeignet, wenn man so ein bisschen einfach Bock hat, Farbe ins Leben zu bringen, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Oi, oi, oi. Das ist mein Lippenstift, Leute. Ja, wir haben hier 1,2 Gramm drin enthalten. Und die Farbe. Die Farbe passt auf jeden Fall zum Lidschatten. Das kann man wirklich nicht abstreiten. Ne? Das ist so ein Pink-Schimmer mit einem bläulichen Einschlag. Ei, ei, ei. Hätte ich das damals als Teenager gefeiert? Ja. Hätte ich auch sehr wahrscheinlich getragen. Meine Eltern hätten wären schreiend davongelaufen quasi. Hier haben wir die Nummer 4. Ein Eyeliner in Silber, das ist ja eigentlich ganz praktisch. 2,2 Milliliter, das ist ganz schön viel. Nicht schlecht, Herr Specht. Kann man sicherlich auch super toll für so einen Silvester-Look verwenden, ne? Nicht schlecht. Und ich glaube, H&M, die haben ja auch solche Eyeliner, aber dann halt zusammen mit so einem Applikator, den du auch gleichzeitig als Mascara verwenden kannst. Das ist mir immer ein bisschen viel, aber das ist doch eigentlich ganz süß. Jo, Glittery Flittery geht's weiter. Ich glaube, hier habe ich einen Lipgloss drin. Ja, Lipgloss Let's Party 2 Milliliter. Ich glaube, dass wir ziemlich viel, was ich euch hier zeige, schon letztes und vorletztes Jahr gesehen haben. Naja, auf jeden Fall ist das so ein extrem schimmernder. Da sehe ich pinke und blaue Sparkles drin. Wow. Nikolaus darf gerne was Besonderes sein und da packen die einfach mal einen Blush-Stick mit rein. Nicht schlecht, Herr Specht, ne? 5,8 Gramm sind hier drin enthalten. Hier steht auch keine Farbbezeichnung drauf. So sieht das Produkt erstmal aus. Ich kann das hier einfach mal so zeigen. Es ist eine schöne Farbe. Also, ne, hat der Schimmer? Ne, der sieht auch wirklich matt aus. Ich glaube, der ist gut. Und die Make-up-Produkte von H&M sind auch wirklich qualitativ toll. Ich finde nur, dass die hier bei diesem Adventskalender das Ganze in eine viel zu billige Verpackung reinprügeln und den Kunden halt so dieses Ramschgefühl geben, was die eigentlich nicht haben müssten. Weil eigentlich, wenn das gleiche Produkt ist, abgesehen von der Umverpackung, sag ich mal, ne, dann hast du eigentlich ein gutes Produkt hier in den Händen. Sagte sie und hielt am 7. Dezember eine Glitzernagelfeile in die Kamera, die wahrscheinlich einen Cent kostet. Aber na, egal. Diese Seite kann man meistens nicht verwenden, weil die halt einfach nur glitzert. Aber diese Seite, das ist so eine Mini-Sandblattfeile. Füllprodukt in diesem Adventskalender, okay. Wow, die Nummer 8 macht, dass es kracht. Und da haben wir einen Lidschatten drin, auch mit 0,9 Gramm. Und das ist ein extrem krasses Silber. Und das sieht auch wirklich intens aus, ne? Also das sind auch sehr grobe Schimmerpigmente.
Puh, aber das ist für mich auch wirklich, also es passt sehr gut hiermit auch zusammen, ne, weil das ist beides relativ kühl. Aber es ist eher für mich Richtung Silvester und weniger Richtung Weihnachten. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas freuen, was auch so tolle blaue Sparkles mit drin hat. Das ist ein Lipgloss, ach was Sylt. 2 ml haben wir hier drin. Also das ist wirklich ein Winz-Produkt, wirklich ein Produktchen. Aber es ist süß, ich habe ein Herz dafür, es ist okay. Und dann hat man da halt sehr grobe Schimmerpigmente drin. Das brauche ich persönlich jetzt nicht unbedingt in einem Lipgloss, ne? Aber ja gut, es glitzert und blinkt hier eh alles. Wow, auch in der Nummer 10 darf es mit Schimmer die Pimmer weitergehen, ich sag's euch. Liquid Highlighter, 7,2 ml, das ist sehr, sehr viel Produkt, aber der sieht mir sehr extrem grob aus. Also ich kann mir vorstellen, dass ich sowas an Karneval verwende, aber ich würde so einen Highlighter niemals so tragen, einfach weil er mir zu krass wäre, ne? Und zu grob, aber Hammer. Einfach mal hier so mit reinzupacken, das ist wirklich krass. Ja, okay. Erste Schnapszahl 1 und 1, also zweimal die gleiche Zahl. Dann hat man hier auch vielleicht nochmal so ein gleiches, ähnliches Produkt wie eben schon drin. Das ist okay. Das ist nämlich auch wieder ein Lipgloss-Roller und zwar mit 3,8 ml. Und der scheint dann einfach in einer ja, komplett klaren Farbe zu sein, ne? Aber ich glaube auch, dass der jetzt nicht super viel Farbe abgibt. Egal, ist jetzt hier auch mit dabei. Aber ich brauche den jetzt tatsächlich nicht noch in der dritten Farbe. Das ist toll. Zur Halbzeit haben die ein klares Augenbrauengel reingepackt. Das kriegen nicht mal sehr, sehr teure Adventskalenderhersteller hin, sage ich jetzt einfach mal. 2,2 ml haben wir hier drin enthalten. Das ist schon süß, ne? Also das finde ich wirklich süß. Muss, also wirklich, guckt euch das mal an. Ne? Ja. Ich bin mir auch sehr sicher, und da sind wir kurz mal beim Zwischenfazit, dass Nicole diesen Adventskalender richtig feiern wird, weil die voll der Fan von so kleinen Minisachen ist. Und da hat man hier wirklich einen vernünftigen Blush meiner Meinung nach drin, ein Augenbrauengel, was ich toll finde. Dann auch so Lipgloss und so, kannst du auch immer eigentlich gebrauchen. Manche Sachen sind ein bisschen abgefahren, aber dafür ist es halt jetzt, ne? Einfach auch mal ein etwas abgefahrener Adventskalender bislang. Ja, wir gucken mal in die zweite Hälfte, wie abgefahren es da so weitergeht. Ebenso wie im Pflege-Adventskalender ist auch dieser hier wohl sehr lippenlastig. Da habe ich in der Nummer 13 ein Lippenöl drin mit 5,8 ml. Das ist ein Zwischending zwischen Lippenpflege und Lipgloss, ne? Und ich persönlich liebe Lippenöl, deswegen finde ich, dass es sehr, sehr gut hier drin aufgehoben ist. Scheint auch so ein ganz Mini-Mü von Rosa drin zu haben, aber das wirst du auf den Lippen nicht unbedingt sehen. Ich glaube, das hatte ich die letzten Jahre immer moniert, ne? Am 14. Dezember haben wir eine Mascara drin und schaut euch die gleich mal an, wie geil. 2,2 ml. Die ist ja niedlich. Die ist so niedlich. Ich habe noch nie, also, ne? Man hat das öfters mal, dass du auch nur 2,2 ml von der Mascara hast, aber ich habe noch nie eine so klein verpackte Mascara gehabt. Komm, wir gucken uns mal das Bürstchen an. Nein, das ist auch einfach nur mini klein. Wie soll man denn damit seine Wimper tuschen? Das finde ich abgefahren. Wird ausprobiert. Zum 15. Dezember haben wir einen wirklich sehr, 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 sehr nicen Ton. Das ist auch ein Lidschatten, Mono-Lidschatten mit 0,9 Gramm. Auch das, ich habe die ja auch schon mal geswatcht gehabt. Die sind sehr grob, ne? So ähnlich wie diese groben Schimmertöne, die wir sonst auch so in Lidschattenpaletten drin haben. Die haben auch manchmal so eine etwas Glitter-Glue-mäßige Base mit dabei, dass sie von alleine haften würden. Ich würde die aber empfehlen, mit einem Glitter-Glue in Kombination zu verwenden. Aber wenn du dir sowas nochmal über einen Look drüber gibst, dann funkelt alles auf jeden Fall nochmal ein bisschen intensiver. Ich finde es eigentlich süß. Hier haben wir den 16. Dezember und da haben wir einen Lipgloss drin enthalten in klar 2 ml. Also wirklich enorm lippenlastig, ne? Die Lippen werden auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise angemalt oder gepflegt. Ja, ist glaube ich, auch eine gute Größe so für die Handtasche, ne? Am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, habe ich hier einen Lippenstift drin und zwar mit 1,2 Gramm. Die Farbe ist aber wirklich schön, auch wenn sich das super klapprig anfühlt, ne? Das ist so ein wirklich schönes Kirschrot, was der perfekte Weihnachtston ist eigentlich. Das ist schon cool. Und der ist jetzt nicht irgendwie matt-matt oder so, das ist halt so ein schöner Shiny, ne? Mag ich. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember und ich glaube, ja, das ist ein Eyeliner, aber der ist sehr speziell. Das sind auch 2,2 ml drin und das ist halt im Prinzip Gold, aber du hast auch noch so pinke Sparkles drin. Das sieht, ich weiß nicht, ob die Kamera das irgendwie so einfängt. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen so, ne? Das ist schon crazy. Sehr, sehr crazy, aber sehr, sehr schön. Damit kann man noch so ein bisschen sich was, einen Stern malen oder so. Was ist das denn? Am 19. Dezember habe ich hier wieder so einen Stick drin und das soll ein Highlighter sein. 5,8 Gramm sind hier drin. Schauen wir mal.
Oh, sehr, sehr hell. Aber ich finde den hübsch. Also das sieht von der Farbe schon mal echt ansprechend aus, wobei der wirklich sehr hell ist, ne? Also der ist auch sehr, sehr icy. Aber ich glaube, also ich kann jetzt nämlich so ad hoc nicht so krasse Schimmerpigmente sehen. Ich glaube, der wird mir sehr, sehr, sehr gut passen. Aller guten Dinge sind drei, ne? Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier gibt es nochmal so einen Lipgloss-Roller. Ja, mit 3,8 Milliliter. Der ist jetzt aber ein bisschen mehr in die rötliche Richtung. Das gibt dann vielleicht so Kirschen als Lippen, als hättest du gerade Kirschen oder Erdbeeren gegessen. Ja. Zum 21. Dezember haben wir hier noch so einen kleinen Lipgloss drin mit 2 Millilitern. Ich glaube, die Farbe hatten wir letztes Jahr auch schon drin. Das ist auch wirklich so ein schönes Kirsch- oder Erdbeerrot. Ich würde eher sagen Erdbeerrot, ne? Ja. Hat die mich gerade angeflogen? Sommer. Und auch die Nummer 22 sagt, aller guten Dinge sind drei zum Eyeliner. Da haben wir so ein, ja, also erstmal haben wir 2,2 Milliliter drin und das ist halt auch von der Basis her eher so ein rötlicher. Aber auch der hat so Sparkles drin, die auch sehr besonders aussehen. Das ist schon schön, aber viele dieser Produkte hatten wir letztes Jahr und vorletztes Jahr irgendwie schon drin, ne? Ja, am 23. Dezember gibt es dann Tulle, einen Tag vor Heiligabend, ne? Das kann man verwenden, während man sich schminkt, dass die Haare nicht ins Gesicht fallen. Oder ich benutze sowas super gerne, wenn ich halt meine Skincare-Routine mache, dass mir da halt meine Haare nicht in meine Maske oder in meine Skincare reinfallen. Und das passt farblich auch sehr, sehr schön. Also das ist ein tolles Tool im Adventskalender. Doch, besser als eine Nagelfeile, als Füllprodukt sowieso. Und nun starten wir in die Trommelwirbel für den 24. Dezember. Uns fehlt theoretisch noch ein Bronzer, ein Puder, also allerhand fehlt, was wir hier hätten drin haben können. Und was ist das? Ach so, es ist ein Monolidschatten. Ach schade, die hätten jetzt richtig, richtig mich überzeugen können. Hätten die, haben sie aber nicht. Das ist auch wieder ein Lidschatten mit 0,9 Gramm. Okay, es ist halt wunderschön in diesem Goldton, ne? Der sieht wirklich toll aus. Aber es ist halt auch wieder dieser grobe Glitzer. Und ja, eher so halt als Topper zu sehen. Aber in Kombination mit einem Bronzer oder so kannst du daraus auch wirklich was Schönes machen, was Edles halt auch. Und jetzt habe ich ja auch den kompletten Inhalt vom Adventskalender vor mir liegen. Ich sag mal so, die Hälfte davon kannte ich so von den letzten Jahren definitiv. Ansonsten haben wir hier aber auch ein paar neue Schätze, die ich ganz interessant finde und wo man auch sagen kann, okay, also das kann man sich angucken, wenn man generell einfach mal so ein bisschen das Sortiment von H&M Beauty, also von den Make-up-Sachen kennenlernen möchte. Aber ist schon sehr lippenlastig. Ich finde es ziemlich smart, dass sie sowohl das Augenbrauengel innen durchsichtig reingemacht haben, als auch die Mascara. Ich hätte es noch cooler gefunden, wenn das ein oder andere Lippenprodukt zum Beispiel durch ein Puder ersetzt worden wäre, weil die haben tolle Puder. Oder durch einen Primer oder sowas, ne? Sowas wäre mal nice gewesen. Wobei man da halt auch wieder sagen muss, wenn man an die Zielgruppe von dem Adventskalender denkt, ist die jetzt nicht 35, sondern vielleicht so 12 und die benutzen vielleicht nicht unbedingt ein Puder oder so. Und deswegen muss das dann auch nicht unbedingt sein, ne? Richtig toll finde ich, dass hier eigentlich auch keine wirklich farbgebundenen Produkte drin sind. Ich glaube, den Blush, den Highlighter, kannst du schon relativ multi-use verwenden, ne? Also das kommt mir persönlich so vor. Ja, ansonsten, eigentlich ist es ein schöner Adventskalender. Und ich finde den gar nicht so verkehrt, wenn man denn das erste Mal in seinem Leben einen H&M Adventskalender öffnet. Verglichen mit zum Beispiel Manhattan, die ja vielleicht 5 Euro teurer sind, ist das hier natürlich eine ganz schön maue Kiste, weil Manhattan da ein bisschen mehr und ein bisschen cooler reingepackt hat. Also würde ich eher zu Manhattan tendieren, wenn ich da was empfehlen sollte. Und wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns super gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!